Be amazing. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only bring a celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you'll get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. Shoes don't matter. Hard to sacrifice to get what I get. Ladies, ain't easy being independent. Question, how you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is too strong. If you're gonna break me, sure is your money your flaw. Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my Samu, wie haben dir hier die Independent Women gefallen? Es war super toll, eure beste Performance seit Anfang. Vielen, 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 vielen Dank. Ja. Super cool. Schön. Man darf nicht vergessen, dieses Lied, als wir das vorgeschlagen haben, waren die erstmal, hä? Welche Lied ist denn das denn? Und wir haben gemacht, wir beide werden. Question. Question. Tell me what you think about me. Was? Man said, ich glaube, die haben ein bisschen was getrunken heute. Independent Woman ist der Kampf einer Frau. Das Ding ist, Frauen haben es immer noch schwer in die Welt, gleich behandelt sein wie ein Mann. Und das können wir nicht verstehen. Das ist, wir haben zwei Independent Women gesehen, vor allem eure Ausstrahlung. Ich habe es geliebt, euch beide zuzuschauen, zuzuhören. Vielen, vielen Dank für die ganze Arbeit. Was sagen denn hier unsere Independent Women? Zufälligerweise haben ja Frau Lena Meyer-Landroth und ich diesen Song bei The Voice Kids zusammengesungen. Und dementsprechend kann ich sagen, der Song hat hart in sich, ohne Scheiß. Hier braucht Bewegung im Zwerchfell, ihr braucht unglaublich viel Stütze, ihr braucht euren Körper. Gleichzeitig wollen alle Herrschaften hier auch noch, dass man locker dabei wirkt, obwohl es ultra anstrengend ist. Also den Song habt ihr wirklich mega gut gemeistert. Ein Battle auf Augenhöhe, kann man nicht anders sagen. Gut gemacht. Ein bisschen unangestrengter fand ich Esthers Performance. Es wirkte noch ein bisschen leichter als bei Danica, aber das sind Millimeterentscheidungen. Das werden die beiden schon unter sich lösen. Aber ich fand das einen gelungenen Auftritt. Die diskutieren gerade schon stark. Ich fand wirklich beide auf Augenhöhe, in Kopf an Kopf rennen. Vielleicht fand ich wegen der Leichtigkeit auch Esther besser. Vielen Dank, Nico. Also ein starkes Battle, aber natürlich zwei starke Frauen wären nichts ohne zwei starke Coaches. Und da sitzen sie. Erstmal vielen Dank nochmal, Ladies. Esther, ich liebe an dir, wie du bist, immer mit jedem Probe, mit jedem
Interview mit Jeren, whatever, du bist immer nicht zu fokussiert. Du bist wie ein Wunderkind, like, yeah, we're having fun, yeah. Und das ist cool, das ist sympathisch. Und ich liebe es, so keep that. Und Danica, was ich liebe in dir, ist, dass du nicht auch bist zu fokussiert. Du bist auch hier, yeah, wir haben Spaß hier. Das ist so, so cool. Und das Leben ist hart und dunkel und traurig. Die Welt ist ein bisschen schöner und besser, wenn wir haben zwei Leute wie euch hier mit uns. Immer. Sei wie zwei Kinder, immer, okay? Dann wollen wir jetzt von euch wissen, wer zieht ein in die Sing-Offs? Danica oder Esther? Also, erstens, tolle Performance, hast deine Stärke gezeigt, hast ein Lächeln im Gesicht gehabt und uns alle überzeugt. Esther, tolle Performance. Ihr beide habt es verdient, weiterzukommen. Ich plädiere auf den Steel-Deal und sage halt, dass wir uns entschieden haben, mit Esther zu gehen. Es geht weiter in die Sing-Offs für dich. Herzlichen Glückwunsch und ich glaube, da wird jetzt heute noch ordentlich gefeiert. Ja! Alles gut, du bist weiter und du hast es super gemacht. Mega, wir sind alle so stolz auf dich. Ja. Ich hab einfach so viel gekämpft. Ich bin einfach froh, dass es was gebracht hat. Ich bin auch ein bisschen traurig für Danica. Ach Mensch, Danica, du lachst die ganze Zeit so. Mir tut das so leid, dich jetzt nach Hause schicken zu müssen. Aber danke, dass du dabei warst. Vielen Dank. Echt, deine Familie ist stolz auf dich. Danica, wir miteinander. Danke, Danica. Danke, Danica. Schade, dass ich kann nicht weiterkämpfen für meine Familie, aber es ist für mich alles schon okay.